Ja, ich bin echt. Ich existiere. Auch wenn ich von einem anderen Planeten komme. Ich komme ursprünglich nicht von der Erde. Ich komme von der Venus. Ich bin pure Liebe. Das habe ich der Liebe zu verdanken. Und Liebe ist Gott. Für mich ist Liebe Gott. Jeder hat ja seine eigene Ansicht, wer Gott ist. Was ihm am wichtigsten ist, ist für jeden das, was Gott ist. Natürlich. Für mich ist das Wichtigste Liebe, also ist für mich Liebe Gott. Was ist für euch das Wichtigste? Und wer ist für euch Gott? Sagt's mal bitte, hier und jetzt. Lass uns mal ganz offen drüber reden, weil das tut nämlich auch gut, darüber zu reden. Ganz wichtig bei den Zöpfe flechten, immer bis zum Schluss, bis es nicht mehr geht. Dann hebt es von selber. Dann braucht man auch keine Zopfgummis. Ja, ich habe mich weiterentwickelt. Bestimmt keine Einlage irgendetwas, weil ich habe auch gemerkt, dass ihr alle gar nicht echt seid. Ihr seid keine echten Freunde. Ich habe um Hilfe gebeten. Ich habe euch angefleht, mir zu helfen und es wurde absolut ignoriert. Ich habe noch nicht mal ein Nein oder irgendein Gespräch dazu bekommen. Dazu möchte ich sagen, ihr seid keine richtigen Freunde und ich bin einfach nur klar dessen, dass ich das abgehakt habe. Und dass es einfach nur Show ist. Hier bei TikTok. Das wollte ich einfach mal sagen. Ich habe doch genug gesagt eben. Ich bin enttäuscht von euch. Ich habe euch um Hilfe gebeten und es wurde ignoriert. Es wurde noch nicht mal drüber geredet. Noch nicht mal hat jemand ein Gespräch dazu gesucht. Nein, es wurde absolut ignoriert, als ich sagte, ich brauche eure Hilfe. Es hat sich für mich erledigt mit Freundschaft bei TikTok.
Es existiert keine Freundschaft bei TikTok. Es existiert keine Freundschaft übers Internet. Null. Nein, ich mache das nicht mehr mit und ich will das hier und jetzt mal klarstellen, wie die Sache läuft, wie der Hase läuft, weil ihr seid alle nur Fake. Ihr seid alle nur Fake. Ich bin nicht Fake. Ich bin absolut nicht Fake. Und ich habe euch gesucht. Ich habe verlangt nach euch. Ich wollte euch nehmen und ich wollte euch haben. Und dann habe ich habe alles für euch getan, 1,5 Jahre. In sämtlichen Internet-Accounts. Weil ich vorher noch überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und es wurde nur benutzt und danach in die Mülltonne geworfen. Ohne eine Sekunde an mich zu denken. Und das wollte ich jetzt einfach mal heute noch mal klarstellen. Und so geht's nicht mir allein mit Sicherheit. Viele machen sich nur einen Spaß daraus. Und viele, die nichts anderes haben wie das, suchen irgendwelche Kontakte, die sie aber gar nicht haben können. Und deswegen, Diamant, Erzengel Gabriele Moya, es löst sich alles auf. Ich werde in Zukunft nicht mehr für euch da sein. Ihr könnt trotzdem meine ganzen Accounts besuchen. Heißt alles Tamara Mohaupt, ich bin immer ehrlich. Und ja, tschüss und ciao und ich nehme mich jetzt zusammen, dass ich nicht ausfällig werde, aber kannst du bitte Kari grüßen? Ja, hallo Kari. Viele erwarten was von euch. Für viele ist es nur Spaß, für viele ist es nur Fake, für viele ist es nur einfach nichts, null, einfach nur aus Langeweile. Ist es aber nicht. Es ist die Zukunft. Irgendwann werden wir nur noch so kommunizieren können. Ich gucke jetzt, dass ich das Live-Chat poste. Ich gehe null mehr auf euch ein, null. Ich tue überhaupt gar nichts mehr für euch jetzt in Zukunft. Und einfach auf euch geschissen. Ciao.